Willkommen zurück auf dem Kanal von chaoszone.tv am zweiten Tag der Remote Chaos Experience. Und wir haben wieder ein volles Programm für euch vorbereitet und deswegen starten wir da auch gleich rein. Und zwar mit dem Talk Get Your Tools Offline. Und da soll es drum gehen, wie man sich denn sozusagen so eine Infrastruktur von Grund auf bauen kann. Und dazu begrüße ich Martin bei uns. Und ja, Martin nimmt schon quasi die ganze Zeit Dinge gerne auseinander und baut wieder neue Dinge zusammen. Und genau. Und hat damit schon mit dem KC86 angefangen. Genau. Und er wird euch heute da vorstellen, wie ihr das selber handeln könnt. Martin, die Bühne ist deins. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, hallo. Vielen Dank. Vielen Dank für das Intro. Vielen Dank, dass ich mal kurz meine Toolkiste aufmachen kann. Ich bin Martin und möchte euch heute ein bisschen motivieren zu hinterfragen, wie viel Cloud sinnvoll ist und einfach vielleicht wie viel auch nur bequem einfach ist. Und letztlich auch, wie viel Cloud kontraproduktiv ist im Sinne von Datensparsamkeit. Das ist dabei nur ein Aspekt, denn es gibt viele Alternativen. Wir können differenziert wählen, wenn wir wissen, was wir wirklich wollen und was uns wichtig ist. Wo wir die Cloud-Services brauchen, wo wir sie möchten und letztlich auch, wo es möglich und vielleicht sogar im Endeffekt sinnvoll ist, auf sie zu verzichten. Der Vortrag folgt meinem Weg, so ein bisschen mit Arduino und Co. zu spielen, so einen kleinen Auszug aus dem, was ich so in meiner Freizeit gemacht habe. Wie schon erwähnt wurde, habe ich immer mal Sachen zerlegt. Und im Endeffekt ging es auch viel darum, einfache Aufgaben zu erledigen, die ich manchmal auch ein bisschen mehr als das mit Arduino und Co. bewerkstelligen kann. Das soll aber nur ein Beispiel sein dafür, was man alles tun kann, selber tun kann und was man alles in der Hand hat. Für alle die, die sich mit Arduino Co. auskennen, die finden sich hoffentlich hier wieder. Für die gibt es vielleicht neue Ideen und ich würde mich auch über Feedback freuen, denn an hier und an der einen oder anderen Stelle gibt es sicherlich noch auch für mich einiges zu tun. Und die Neuen, die lade ich ein zum Spielen mit den Möglichkeiten und zu entdecken, was man alles machen kann mit relativ wenig Aufwand. Natürlich ist die Möglichkeit da, auch nach oben hin ganz viel Energie und Zeit reinzustecken für Sachen, die der eine oder andere vielleicht nicht als sinnvoll empfindet. Dabei betrachte ich aber aus der Software kommend sozusagen die Hardware nur als andere Reinkarnation der Software. Also es ist Software mit anderen Mitteln. Ihr kennt euch mit Software aus. Aus meiner Perspektive reicht das locker, um hier einzusteigen. Damit es ein bisschen leichter fällt, habe ich dann am Ende noch ein paar so Fehler zusammengestellt, die die Leute, die sich mit Hardware so ein bisschen rumschlagen, auch sicherlich alle kennen. Und das war so mein schmerzvoller Weg, da hinzukommen. Will aber sagen, an vielen Stellen geht es auch deutlich einfacher, als ich mir es selber gemacht habe. Und vielleicht können die Fehler und Zusammenstellungen nochmal den einen oder anderen helfen, dem Ganzen zu entgehen. Ich lade uns ein, kritisch zu bleiben und freue mich dann auf Feedback zu meinem Vortrag. Genau, kurz zu mir. Ich habe in Dresden um das Jahr 2000 Informatik studiert. Nach einigen Wechseln bin ich dann bei meinem jetzigen Arbeitgeber gelandet. Bei einem deutschen Versandhändler, da beschäftige ich mich mit Projektleitungen und Softwareentwicklung für Artikelstammverwaltung oder Datenmigration. Insbesondere
Daher das Kürzel PLOPS sozusagen. Dafür habe ich noch nichts anderes gefunden. Das ist quasi die ganze Bandbreite, weil ich es einfach spannend finde, von der Organisation bis hinunter Software und dann letztlich in der Freizeit mit Hardware zu experimentieren und zu spielen. Und in der wie immer knappen Freizeit bin ich dann auf Arduino und Co. gestoßen und habe hier und da kleine Projekte gemacht. Wenn ich nicht in meiner Freizeit dann irgendwelche Dinge auseinandernehme oder repariere oder einfach nur aus purer Neugier zerlege. Und schon im Studium hieß es ja, die meisten Informationen erhält man über ein System, wenn man es mit maximaler Energie, Impuls beschickt, es quasi zerstört. Und das soll jetzt keine Anleitung sein, alle Dinge mit purer Energie kaputt zu machen, aber neugierig zu sein und reinzuschauen. Ein anderer Teil meines Studiums beschäftigte sich mit Datenschutz und Datensicherheit und in der Summe führt das einfach für mich zur Frage nach der elementaren Funktion eines Systems und welche Daten wirklich notwendig sind und wo diese vorliegen müssen, um die Funktionen ausführen zu können. Also kurz, gibt es nicht eine einfache, datensparsamere Version? Und über viele Wege bin ich letztlich unter anderem zu folgenden Projekten gekommen. Das ist jetzt nur ein kleiner Auszug. Über was wir heute reden wollen, an den Beispielen möchte ich euch einfach zeigen und einladen, darüber nachzudenken, ob es hier an diesen Funktionen für diese Tools wirklich die Cloud braucht oder ob das vielleicht nicht sogar hinderlich ist. Und einsteigen möchte ich dann mit einem Projekt Secure Chat, das wir dann auch vorgestellt haben, schon im August. Die Smart Home Themen werde ich nur ganz kurz streifen. In dem Bereich denke ich an WLAN-schaltbare Steckdosen und ähnliches mehr. Dazu kommen wir aber noch. Genau. Ein kleiner Exkurs, warum das Ganze überhaupt? Warum habe ich mich damit beschäftigt und warum denke ich, dass das hierher gehört? Was ist die Cloud in meiner Betrachtung? Also Cloud betrachte ich jetzt an der Stelle nicht die Cloud-Services allgemein, sondern alle Services, die im World Wide Web gehostet werden, zur Verfügung stehen und die ich mit diversen Tools heutzutage relativ einfach erreichen kann. Beim Hosting geht es also darum, dass ich mich nicht darum kümmern muss, einen Server zu betreiben, zu warten und vor allem für jeden Service einen Server aufzusetzen. Na, ich kann ja relativ viele verschiedene Services verwenden und da beim Betreiben lokaler Server muss ich einfach die Zugriffsbeschränkungen betrachten und Bequemlichkeit abwägen. Ne? Also ich muss mich selber darum kümmern und darf natürlich nicht vergessen, dabei auch die ganzen Sicherheitsupdates einzuspielen. All das wird mir abgenommen, wenn ich einen Service in der Cloud verwende. Und damit brauche ich mich darum nicht zu kümmern. Die Zugriffskontrolle wird mir auch abgenommen. Darum kümmern sich andere. Und das Hosting selber verfolgt, liegt aber an anderen Orten. Ne? Wo der Server genau steht, das weiß ich nicht. Der hängt irgendwo im World Wide Web, vielleicht steht da Rechenzentrum Frankfurt dran oder ähnliches. Im Gegenzug komme ich aber natürlich auch von überall drauf. Ne? Dadurch, dass es irgendwo gehostet wird, überall verfügbar ist, komme ich von überall drauf. Ich und meine Freunde, auch von der anderen Seite der Erde, ist es gar kein Problem. Zusätzlich bekomme ich noch weitere Features. Also das, was ich brauche, wird auf jeden Fall gehostet. Das, was ich die Protokolle, die ich sozusagen verwenden will, für die ich den Service verwende. Aber gleichzeitig packen die Betreiber ja noch sehr viele weitere Funktionen rein. In einem Service kommen sehr viele gleichartige Daten an. Meist sind das sehr einfach strukturierte Daten. Somit können mit vergleichsweise geringem Aufwand auch weitere Funktionen integriert werden und zur Verfügung gestellt. Dabei gibt es häufig grafische Darstellungsmöglichkeiten, die ich sonst mir selber nicht gebaut hätte oder verschiedene Aggregationen, die ich mir selber nicht bauen würde, weil ich sie einfach schlicht nicht direkt brauche. Weitere statistische Auswertungen und Schwellwerte gibt es genauso da drin. Und generisch bereitstellt und der Service stellt im Prinzip eine erhöhte Konnektivität auch bereit,
mit anderen Protokollen, ne? Denn die Speicherung dort vor Ort, die ist einfach so, dass es nahe liegt, für viele tausend Nutzer auch viele Formate anzuschließen, die ich mir selber nicht anschließen würde. Letztlich braucht ja mein Tool, mit dem ich arbeite, nur ein Format, nämlich das Format, mit dem ich dann weiterarbeite. Und entsprechend gibt es bei den Exporten, aber auf dem Server in der Cloud, sehr viele Formate und Protokolle. Womöglich existiert vielleicht sogar zu dem Service eine eigene App, sodass ich das alles im Handy erledigen kann. Gegebenenfalls vielleicht sogar live, ne? Dass ich das direkt dort verfolgen kann. Speziell bei Smart Home Themen ist das ja eher gang und gäbe. Auf der anderen Seite habe ich natürlich irgendwelche Kosten, die mir dafür aufschlagen. Und das sind Kosten nicht nur direkt, also je nach Service und Anbieter wird der Dienst direkt mir in Rechnung gestellt oder von anderen Businesskunden bezahlt. Das heißt, ein Dritter zahlt unter Umständen für den Dienst, den ich bekomme. Dafür habe ich wieder Werbung oder es erfolgt die Auswertung der Daten. Aber ich glaube, das ist jedem relativ präsent. Zudem muss ich mich noch anmelden. In jedem Fall benötige ich also ein Login, denn dem müssen ja die Daten dann zugeordnet werden, damit ich meine Daten wieder finde. Also muss ich mich letztlich anmelden und am besten natürlich mit einem Pseudonym und zufälligem Passwort. Und da kommen wir aber schon so ein bisschen ins Dilemma. Weiter geht's noch. Ich bin auch abhängig von der API. Ne? Bin ich eingeloggt, die Daten ausgetauscht, mache ich mich automatisch abhängig vom Anbieter. Dort liegen jetzt meine Daten. Und ich bin direkt abhängig von der Verfügbarkeit. Indirekt abhängig bin ich natürlich auch von der Erreichbarkeit. Also komme ich überhaupt auf diesen Dienst? Nicht nur wird der Dienst angeboten, sondern komme ich auch darauf. Und langfristig bin ich abhängig von der API. Und ganz interessant ist dann immer die zeitliche Entwicklung. Ne? Wir gehen immer mehr hin in Richtung Handy-App-Entwicklung, sprich es wird erst ausgeliefert und dann reift das Produkt beim Kunden. Und genau dasselbe sehe ich bei vielen Cloud-Services. Ich will nicht sagen, dass alle Cloud-Services per se jetzt noch reifen müssen. Aber diese Entwicklung scheint mir bei vielen Cloud-Services vorhanden zu sein. Und davon bin ich natürlich abhängig. Nicht abwärtskompatible Änderungen einer Schnittstelle, firmenpolitische oder strategische Entscheidungen wirken dann direkt auf mein Projekt. Ne, so wollte ich letztens ein Projekt einbinden, wo es um Spracherkennung ging und den Service gab es einfach gar nicht mehr. Just einen halben Monat vorher wurde die Firma gekauft und damit ist der Service weg gewesen. Und an der Stelle mache ich mich natürlich automatisch abhängig, zumal meine Daten ja dann dort sind, wenn ich dann länger diesen Dienst schon benutzt habe. Und letztlich gibt es auch noch eine Frage des Zugangs. Ne? Habe ich Geräte zum Beispiel bei mir zu Hause, wie zum Beispiel Smart Home Steckdosen oder der TV Fire Stick zum Beispiel? Spätestens hier muss ich dem Hersteller vertrauen, was er mit meinen Daten macht, denn dort an diesen Geräten, die loggen sich ja in mein lokales WLAN ein, um dann quasi mit ihrem Service oder zu kommunizieren, beziehungsweise denen die Funktion zu erbringen, für die sie gedacht sind. Und insbesondere beim TV Fire Stick bietet Amazon sogar aktiv an, die WLAN-Credentials in der Cloud zu speichern. Also an der Stelle ist sozusagen der Weg schon geebnet, das komplett zu öffnen und mich komplett abhängig zu machen. Nicht nur abhängig vom Service, von der Verfügbarkeit, aber auch sozusagen von der Verwendung der Credentials, die ich brauche, um überhaupt diesen Service verwenden zu können. Ja. Und hier ist es einfach wirklich nötig, sich Sorgen oder Gedanken zu machen, wie das, ja, was mit seinem WLAN-Passwort passiert. Ne, wir kennen ja die Herleitung des WLAN-Passworts aus dem Fritzbox-Mac, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, da Verbindung zu ziehen. Ne? Also sprich, dieses Passwort ist nicht nur direkt schon bekannt, vielleicht weil ich das WLAN-Passwort irgendwo eingebe, sondern manchmal reicht es vielleicht schon, von dem Router dort bestimmte Daten abzugreifen. Ne? Zumal man das jetzt natürlich selber fixen kann. Das letztere Thema bei der Verbreitung des WLAN-Passworts aus den Geräten heraus, da sieht es dann, glaube ich, schon schlechter aus.
Ja, last but not least, Zugriffe. Ne, um auf die Service zuzugreifen, muss ich natürlich wieder Ports freigeben unter Umständen. Viele gehen jetzt über HTTPS. Letztlich aber ist das ja nur eine Transportverschlüsselung. Auf jeden Fall erhöht sich dann auch das Hintergrundvolumen des lokalen Internetzugangs, das ich mir damit auf jeden Fall auch erkaufe. Ne? All das macht es nicht nur schwerer, das lokale Netz abzusichern, es erschwert auch die Aufdeckung von Auffälligkeiten. Ne? Also wenn ich sozusagen eine Flatline habe und nichts verbrauche standardmäßig und dann ab und zu um 12 Uhr so ein Peak rausgeht, dann kann ich daraus verschlussfolgern. Das kann ich nicht, wenn ich permanent 100 Geräte dran habe, die alle kommunizieren. Zusätzlich belasten dabei natürlich auch nicht relevante Statuskommunikation diverse Geräte das WLAN. Ne? Das ist jetzt nicht nur aktive Daten, die versendet werden, sondern auch nur Statusinformationen, die kommen natürlich oben drauf. Und spätestens bei 20 Smart Home Steckdosen, da merkt man das schon, dass die Videokonferenz dann etwas träger wird. Der Service-Anbieter kann sich natürlich auch professionell aufstellen und seine eigenen Geräte absichern, weil er natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten dazu hat, im Gegensatz zu mir. Aber er hat natürlich gerade durch die globale Positionierung eine sehr große Angriffsfläche. Und es ist zu dritt auch sehr interessant, dort Daten abzugreifen, weil es einfach, wenn es gelingt, einen sehr großen Gewinn verspricht. Und hier, letztlich hier, muss man dem Anbieter zwangsweise vertrauen. HTTPS, ich hatte es vorhin schon angesprochen, gilt auch nochmal zu hinterfragen. Und wie Transportschicht, so ist es keinesfalls sicher, dass es nur aus Deutschland stammende Daten, die ich auch in Deutschland verarbeite, auch nur in Deutschland geroutet werden. Ne? Also es ist durchaus schon vorgekommen, dass großer Routing-Traffic über andere Netze geht. Und dazu braucht es gar nicht viel. Natürlich hat auch zusätzlich jeder Interessent oder jeder große Staat Möglichkeiten, auch in Europa Daten abzufischen. Ne? Also das ist definitiv nicht so, dass dort die Informationen nicht gesehen werden. Zumindest die Kommunikationsbeziehung. Ja? Die muss man auf jeden Fall als öffentlich betrachten. So. Das alles ist so aus meiner Sicht die große Achillesferse Konnektivität. Ne? Was passiert, wenn ich lokale Services erbringe? Was passiert dann im Gegensatz zu dieser Cloud-Kommunikation? Offline-Kommunikation, ja, ist aus meiner Sicht ein weniger ist einfach mehr und auch weniger Redundanz und die Reduktion auf das Wesentliche. Mit Herausforderungen erwächst natürlich die Aufgabe, weniger Daten zu produzieren, datensparsam zu sein. Das ist auch, macht den Datenschutz auf der einen Seite ein bisschen leichter, aber es macht es mir natürlich auch leichter, mit meinen Daten gut umzugehen. Ich kann auch eine ganz andere Perspektive aufziehen und sagen, okay, ich brauche auch vielleicht weniger Strom, ne? Weil das liegt halt lokal bei mir und es muss nicht erst nur über das WWW irgendwo nach Amerika und dann wieder zurück nach Frankfurt, sondern es bleibt alles lokal hier. Natürlich braucht mein Server hier auch Strom. Und natürlich nutze ich auch die CPU nicht aus und vielleicht bleibt da noch was über. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier noch eine Möglichkeit haben, auch zu sparen, Energie zu sparen. Und gleichzeitig uns einen Gefallen zu tun, unsere Daten ein bisschen besser zu schützen. Das soll nicht heißen, dass man kein Backup haben soll, das irgendwo liegt. Weil wenn das Haus abbrennt sozusagen, dann ist alles weg. Das heißt aber, sich darüber Gedanken zu machen, wie viele Daten brauche ich wo und wann. Also eine Reduktion der Angriffsfläche und Reduktion im Stromverbrauch. Dazu braucht es sehr viele kleine Chips. Aber ich denke, wir haben die und wir können daraus viel machen. Ich weiß aber, dass das ein großer Diskussionspunkt werden wird und ja, würde mich da über die Diskussion gern freuen. Im Detail. Die schöne Grafik, die Cloud Services meistens bieten und die meistens sehr attraktiv ist, ist aus meiner Sicht verzichtbar
Ich verstehe aber, dass es viele Einsteiger auch brauchen, dass es so, dass der Zugang damit deutlich erleichtert wird. Und hier braucht es aus meiner Sicht auch noch ein bisschen mehr Community, diese Hemmschwelle zu senken und ja, lokale Dinge attraktiver zu machen. Die Konnektivität ist beschränkt im privaten Haushalt meistens auf ein Format, mit dem man selber arbeitet. Also sprich, dieser Mehrwert, dass ich viele Formate habe und in viele Formate konvertieren kann, was direkt aus der Cloud-Gedanken sozusagen entspringt, das teile ich überhaupt nicht. Lokal habe ich ein Format, mit dem ich meistens arbeite, und alle meine Daten liegen quasi in diesem einen Format vor, was immer das für ein Format auch ist. Also sprich, der Mehrwert hier ist für mich gering, für andere, für die Betreiber der Cloud natürlich eher hoch. Und letztlich Skalierung, das ist ja das Super-Feature der Cloud. Das ist für den privaten Anwender aus meiner Sicht schlicht selten von Belang. Ja. Die Daten, die bei mir anfallen, fallen bei mir gleichmäßig an und regelmäßig. Und ich werde nicht auf einmal statt zwei Zimmern 100 Zimmer haben. Und an der Stelle mag es für den Betreiber, für das Business interessant sein, dort die Skalierung aufzeigen zu können, aber für den Anwender oder Nutzer letztlich weniger. Kommen wir, also das ist sozusagen das Setup, bei dem ich für mich starte und sage, okay, an welchen Eckpunkt kann ich ansetzen? Und der elementarste Bedarf oder die elementarste Anforderung, die ich habe, ist eine Reduktion der Daten oder Kontrolle wesentlicher immanierer Daten, Passwörter und Verschlüsselung. Und eine extreme Anforderung auch in hinsichtlich Lokalisierung und Funktionalität bieten Smartcards. Ne? So lassen sich Java-Applikationen in einer Smartcard platzieren und ausführen. Die Energieversorgung erfolgt dabei durch das NFC-Feld außenrum. Und dann kann ich natürlich krasse Anforderungen erfüllen. Also ich habe das jetzt lokal versorgt mit Energie, und das ist quasi ja mein antrauges System, in dem ich Operationen ausführen kann, bei dem ich keine Cloud-Services brauche, auch wenn es da Cloud-Services zu gibt, Schlüssel auszutauschen oder ähnliches. Ne? Aber das bräuchte ich jetzt nicht. Ich habe eine Alternative. Ich muss nicht immer das eine oder das andere wählen. Ich habe jetzt die Wahl sozusagen, je nach Anwendungsfall das eine oder das andere zu nehmen. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, ne? Dass wir an vielen Stellen die Wahl haben und wissen es einfach gar nicht. Diese Applikation hier, das wurde bei den Datenspuren 2021 vorgestellt. Vertrauliches Chatten ist der Vortrag, wer das interessiert. Dort ist die Applikation gut beschrieben. Und warum geht's? Es geht darum, Schlüssel auszutauschen und Schlüssel geschickt anzuwenden. So eine Smartcard ist an sich ein relativ schöner kleiner Computer. Um jedoch die Daten mit der Smartcard auszutauschen, brauche ich ein Terminal. Aktuell erledigt das eine Smartphone-App. Das ist universell. Allerdings ist das alles andere als minimalistisch, weil in so einem Smartphone ist eine ganze Menge Zeug verbaut. Es ist schon gar nicht offline, schwer abzusichern. Und die grundlegenden Funktionen, die ich auch brauche, um mit der Smartcard zu interagieren, die sind aber relativ einfach und schon vielfach technisch umgesetzt. Ne? Also ich brauche eine NFC-Kommunikation, eine Ein- und Ausgabemöglichkeit für Text, und das ist es. In dem Fall hört sich das ja direkt nach einem Einsatzgebiet für Arduino und Co. an. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, aber das wäre sozusagen eine Variante der Umsetzung. Die technische Limitierung auf Arduino und Co. wäre aus meiner Sicht dann aber auch sogar noch ein Sicherheitsgewinn, ne? Weil wir jetzt dann nicht das große Handy, den Software-Stack und Hardware-Stack dort haben, der dort eine Rolle spielt, sondern ich kann mich wirklich auf wenige Chips konzentrieren und kann das Ganze ja unabhängig vom Internet betreiben. Aber warum soll letztendlich auch ein Schlüssel direkt auf so einer Smartcard abgelegt sein? Warum soll die verschlüsseln? Nur ganz kurz den Krypto-Gedanken, damit sozusagen die Motivation nochmal ein bisschen herauskommt. Und zwar ist die Idee ja, ich kann gute Kryptografie machen, wenn ich einen wirklich zufälligen Schlüssel
habe. Das ist sozusagen das Elementarste von Kryptographie. Ich brauche einen wirklich, wirklich zufälligen Schlüssel. Ich brauche einen Austausch, der sehr vertraulich ist. Von Schlüssel oder Information, das spielt dann erstmal keine Rolle. Es gibt natürlich auch noch öffentliche Kommunikation mit Public Key, also Diffie-Hellman wäre hier das Stichwort. Aber jetzt irgendwo an irgendeiner Stelle muss irgendjemand den anderen Vertrauen schenken, um da eine Kommunikation aufzubauen. Und der sicherste Algorithmus ist sozusagen, ein Schlüsselbit für ein Inputbit zu verwenden, sogenannte One-Time-Bit. Und dann wird dieser eine Bit-Schlüssel nie wieder verwendet. Dann habe ich noch einen relativ sicheren Algorithmus, der ist nämlich einfach, das logisch zu verknüpfen mit einem Bit für Bit mit einem XOR. Und dann bin ich eigentlich schon fertig. Das Ganze kann ich noch in eine Maschine packen. Ja, aber wenn ich jetzt in die Maschine wieder ganz viele Sachen noch draußen ran habe, wie zum Beispiel so eine Schweizer Kodiermaschine, ne, mit so einem geheimen Side-Channel, der einen von diesen Punkten da oben irgendwie manipuliert oder nach außen leitet, dann habe ich schon wieder verloren. Das heißt, all das würde ich gerne in einer kleinen Umgebung haben, die nicht nach außen kommunizieren kann und wo ich genau das abbilden kann. Dann habe ich sozusagen eine Grundlage für eine relativ einfache, klare, gute Implementierung. So, und das wäre sozusagen ein Beispiel. Ne, das hier links, da sieht man die Smartcard. Und in dieser Smartcard, da, hier an der Stelle, interagiert das NFC. Wir haben hier den Arduino und hier oben, das ist nur der USB to Serial, um das mit Strom zu versorgen. Das fällt dann im Prinzip weg. Und verbaut wird das Ganze in so einem 3D gedruckten Plastikgehäuse mit einem Touchpad. Und dort kann ich eine relativ einfache Eingabe von Text und Ausgabe von dem dechiffrierten Text einfach bewerkstelligen. Das Ding kann ich überall zusammenbauen auf der Welt. Ich brauche nur diese beiden Teile. Jetzt gibt es gerade aktuell noch ein kleines Problem, wenn das sozusagen in den Secure-Mode schaltet. Das ist wahrscheinlich entweder eine Energie- oder eine Timing-Geschichte zwischen diesen beiden Platinen. Aber das kriegen wir sicher noch hin. Von der Sache her ist das zum Beispiel ein Ansatz. Hier brauche ich keinen Cloud-Service. Hier kann ich eine Alternative anbieten. Hier kann ich wählen, nämlich die Cloud als Austauschplatz für Schlüssel, PGP-Server oder ähnliches. Oder nehme ich jetzt quasi einfach eine Smartcard. Und es muss nicht eine Smartcard sein, sondern Stefan Radke hat jetzt auch an der Stelle zum Beispiel schon einen Ring, den ich da kommunizieren kann, wo einfach dieser Chip verbaut ist mit Antenne. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Eine ganz andere Möglichkeit ist das Musikstreaming. Ne? Jeder kennt das Musikstreaming. Das gilt nicht nur für das Musikstreaming für die Erwachsenen, sondern vielleicht auch das Musikstreaming insbesondere dann für Kinder. Und da gab es schon einige Projekte. Ich bringe jetzt mal meine Variante davon. Das ist einfach quasi ein Hardware-Fork, wenn man so will, dann des Ganzen. Bei uns heißt der Woody, weil ich irgendwann mal mit Holzfilament gedruckt habe. Warum auch immer. Manchmal war es eine blöde Idee, weil die Düse zu dünn war, aber am Ende des Tages hat es geprägt und für die Kinder ist es relativ intuitiv. Ne? Also was ist die Anforderung? Ich will einfach keine CDs haben, weil die zerkratzen und weil die schwer aus- und einzuwechseln sind. Ich möchte gern was intuitiv ist und vielleicht so eine Option hat, dann Nachtlicht noch zu bilden. Oder so. Schwerpunkt liegt aber auf den ersten beiden. Und da gibt es sehr viele Lösungen. Es gibt auch Cloud-Lösungen dazu. Die Cloud-Lösung an sich war für mich einfach von der Sache her zu teuer. Es war nicht, also erschloss ich mir nicht, warum das in der Cloud sein muss, und sehr proprietär. Und ganz besonders war es auch unflexibel. Unflexibel in dem Sinne, was ist, wenn ich eigene Dinge einbringen will, eigene Texte hochspielen will, eigene Inhalte hochspielen will, aber eine eigene Tokens da ergänzen will. Ne, weil wir gerade irgendwie so ein kleines Frettchen haben und das passt halt super gut dazu, das gibt es aber irgendwie nicht.
Und wenn das Ganze dann noch ganz viel Geld kostet, dann bin ich sowieso an der Stelle dabei zu fragen, okay, wofür bezahle ich das Geld? Wenn das gerechtfertigt ist, mag es okay sein, aber ich möchte ja nur Inhalt abspielen. Ja, man kann es so lösen wie auf dem Bild, ne? Oder man löst es einfach so. Das ist quasi dieser kleine Chip, ne? Da gibt es einen DF Player Mini, den kennen wahrscheinlich die meisten auch, und der macht im Prinzip schon alles. Ne? Der ist völlig unspektakulär, sieht er aus. Dort stecke ich eine SD-Karte rein und habe zwei Pins, mit denen ich das abspielen kann. Dann kann ich die laut und leise stellen, kann einen Lautsprecher anschließen an zwei andere Pins und das war's. Ne? Und der macht alles andere. Der macht natürlich dann nur genau das, was er sozusagen, was ich dort angeklickt habe, sozusagen, ne? Einfach abspielen oder nicht abspielen. Er kann jetzt nicht groß springen oder ähnliches mehr, aber das brauche ich in 90% der Fälle auch gar nicht. Damit kann man starten, und wenn man dann nicht aufpasst, endet man dann mit so einem komischen Monster hier. Das ist unsere erste Version mit zwei unterschiedlich großen Ohren, wo die Buttons drin sind. Na, da gibt es ein Freeware oder ein Open Source Projekt, das heißt Tononino, oder auch Hackaday gibt es auch ein Projekt, das sich damit beschäftigt. Die Links füge ich dann gerne nochmal ein. Diese beiden Projekte zahlen quasi auf dasselbe drauf ein. Ich nehme ein Arduino, ich nehme einen MP3-Player, ich nehme ein NFC, Reader noch dazu, ein paar Buttons. Gut, dann kann ich das alles entweder fliegend zusammenlöten oder ich baue mir noch eine Platine und ja, Gehäuse außenrum fertig aus. Ne? Das Ganze kann in verschiedenen Sachen verbaut sein, und ich habe versucht einfach, ja, wie kriegt man das möglichst klein zusammen irgendwie. Irgendwann habe ich mir gesagt, ich muss das irgendwie möglichst klein zusammenbringen. Warum auch immer. Ich weiß es heute noch nicht, aber das war sozusagen eine der Motivationen. Und wenn man dann die Software noch rumschraubt, zum Beispiel auf einem 34C3, saß ich dann rum und habe dann angefangen, die Software rumzuschrauben und habe das Rewrite von der Software begonnen. Da ging es mir vor allen Dingen darum, neue Funktionen unterzubringen. Ne? Also, und große Funktionen einfach ein bisschen kleiner zu machen. Ja, letztlich brauchte dieses WS2812LED-Ring da oben, da braucht er auch noch ein bisschen Logik, und die Library dafür braucht wieder viel Platz, also muss man wieder woanders sparen. Und ja, hier sieht man auch das Wood-Filament, wie das so ein bisschen franzt und wie das Düsen kaputt macht. Letztlich alles zusammen gibt es jetzt schon einen MP3-Player, der allerdings, ihr seht es hinten an dem Kabel, noch externen Strom braucht. Ne? Und die LED-Chips brauchen auch viel Strom. Und da kommt man von einem dann automatisch zum nächsten. Über die Buttons, die da vorne sind, kann man natürlich vor- und zurückspringen, laut und leise machen. Und einen Admin-Modus zur Programmierung der Tags. Also ich brauche jetzt nicht ein extra Gerät oder sowas, sondern kann das alles mit dem Ding schon tun. Die Besonderheit, was ich dann noch in der Software verbaut habe, war dann, dass beim Entfernen des Tags das Ding auch wirklich ausgeht. Das hört sich trivial an, aber manchmal ist es ja so, wenn man Hardware arbeitet, da ist das Trivialste dann doch irgendwie ein bisschen kompliziert, weil nämlich die Library das irgendwie nicht hergibt, dass ein Entfernen festgestellt wird. Da muss man ein bisschen tricksen, aber das ist ja genau die Challenge sozusagen. Und hier wird es jetzt schon langsam unrealistisch. Das ist sozusagen nicht der Einstieg ins, ja, ins lokale Business, sondern das ist dann einfach wirklich eine Bastelei, die dann endet. Deswegen gehe ich mal ganz schnell über die nächsten Slides und erwähne das nur, was man dann alles noch machen kann. Aber das ist der Einstieg, zu sagen, okay, ich nehme keinen Cloud-Service, ich mache es lokal, und dann kann ich aber auch anfangen, die Sachen umzubringen, reinzubringen, umzubauen, die ich einfach brauche und die ich haben will. Ein weiterer Punkt war dann das der Energiesparmodus, dass ich wirklich versuche, die einzelnen Module einzeln an- und abzuschalten. Das ist jetzt sozusagen die einfache Bauweise. Von diesen Transistor-Kaskaden habe ich dann drei Stück verbaut, dass ich die LEDs, die MP3-Player und den Arduino selber mit einer Selbsthaltung an- und abschalten kann, um möglichst viel Strom sparen zu können, weil nämlich dieser vorgefertigte MP3-Player da relativ viel Strom zieht. Letztlich muss man das alles nicht machen. Ne? Wer das nur offline haben will, der startet einfach mit diesem schönen MP3-Player-Chip, den ihr da links seht. Und wer das ja,
weiterspielen will, der kommt dann irgendwann vielleicht bei sowas raus. Ne? Da ist jetzt noch ein bisschen 3D-Druck dazugekommen und ein 3D-Modell selber konstruiert und letztlich ganz außen noch mit Diagnosemodul. So. Und wenn ihr in irgendeinem dieser Gebiete zu Hause seid, gibt es genau für dieses Thema jetzt schon so viel im Internet zu finden, dass ihr da auch relativ schnell starten könnt. Ne? Ihr müsst jetzt nicht mit dem Modell starten, das ist auch alles öffentlich, das könnt ihr gerne haben. Aber wer jetzt sagt, okay, ich kenne mich nur mit Software aus, der ist schon nahezu fertig. Ne? Er nimmt ein Arduino, er nimmt einen MP3-Player, kann sich eine Platine, wenn er möchte, im Internet raussuchen, die selber nachbauen, nachlöten, das ist nicht relativ kompliziert, oder kauft sich halt so eine, die fertig vorgefertigte Platine. Ich habe auch noch einige rumliegen. Und los geht's. Und dann kann er sich auf sein Spezialgebiet stürzen, Software. Und wer ein bisschen von der Hardware-Richtung kommt, dem ist das vielleicht alles zu trüge, aber sich mit Software nicht so auskennt, der kann das andersrum genauso tun. Insofern würde ich euch einladen, ja, euch da drauf zu stürzen, nicht ohne noch zwei weitere Beispiele zu nennen, nämlich zum Beispiel eine Zeiterfassung. Das ist so ein Klassiker. Ne? Also wenn ich mir gemerkt hätte, wie viel Zeit ich da in die einzelnen Themen versenkt habe von dem Mutti, da hätte ich dann eine schöne Statistik gehabt und könnte noch hier und da noch was abziehen. Aber beruflich muss man es ja auf jeden Fall machen. Ne? Und dort an der Stelle ist es so, dass ich meistens ein Projekt habe, ich habe einen Projektschritt und will diese kombinieren und will mir merken, genau wann habe ich welchen Schritt erfasst, wann habe ich welchen Aufwand gemacht für welches Projekt, in welchem Status. Das sind quasi immer dieselben Keywords, die ich irgendwie kombiniere. Und auch hier gibt es Online-Lösungen ohne Probleme, aber wozu? Ne? Also eigentlich will ich ja nur Sachen eingeben. Ich will nur einen Projektschlüssel haben und einen Aufgabenschlüssel. Und das ist sozusagen eine Variante, wie man, oder was mir einfiel, das zu lösen. Ich habe ein Touchpanel und ziehe jetzt einfach eine Linie. Ne? Links, ganz links seht ihr die Projekte, in der Mitte sind die Themen und dann ziehe ich eine Linie und dann ist es das Projekt mit dem Thema und das Ganze funktioniert als Keyboard und gibt es einfach direkt ein in das System. Über einen Hotkey startet eine Applikation, bei mir ist es in dem Fall ein schnelles Excel, und trägt die Daten dort ein. So, hintenrum sieht das dann so aus. Relativ unspektakulär. Es ist wieder nur, sind nur zwei Bauelemente, für die es tausende Anleitungen gibt, wie man die zusammenbaut. Und schon habt ihr eine Offline-Lösung, wie ihr Projekte tracken könnt. Es gibt noch einen ganz anderen Ansatz, das nicht so zu machen, sondern komplett mobil. Das sind sozusagen diese, zum Beispiel Timeler und ähnliches, die dann bestimmte Würfel oder Oktaeder oder was auch immer haben, die ich auf die entsprechende Seite gelegt, dann die Zeit messen, wie das Ding da liegt. Und das fand ich so spannend, weil das auch wieder nur, ja, das sind im Prinzip auch wieder nur zwei Systeme, die ich da brauche. Sieht man hier vielleicht nochmal ein bisschen besser. Nämlich, ich brauche einen Sensor, ein Lagesensor und ich brauche eine kleine Einheit, eine Logikeinheit. Und hier da hinten habe ich jetzt ein ESP32 verbaut und vorne ist es ein Tiny Pico, um das halt einfach noch kleiner zu kriegen und da reinzukriegen. Und der Sensor und mehr ist es nicht am Ende des Tages. Und die beiden melden sich jetzt an einem lokalen FTP-Server an und über ein altes, schnödes CGI-Skript, was es schon vor 30 Jahren gab, schreiben die einfach in eine Datei rein. Das ist total unspektakulär, sieht natürlich auch unspektakulär aus. Aber ich brauche jetzt keinen großen Service für mehrere hundert Euro, um dasselbe zu erreichen. Ja, und das lässt sich weiter fortsetzen, zum Beispiel auch im Thema Smart Home. Dort habe ich ein ähnliches Thema, Glühbirnen und Hacken, da hat Honky auf dem DS2021 auch einen Vortrag darüber gemacht, oder WLAN-Steckdosen patchen. Ne? Da gibt es ganz viele Seiten dazu, wie man WLAN-Steckdosen so hinbekommt, dass sie nur lokal funken. Aber bei mehr als 20 wird es dann auch wieder lokal eng. Ne? Baut euch ein zweites WLAN am besten auf, die sich am besten gegenseitig nicht stören. Genau. All diesen ganzen Applikationen habt ihr gesehen, da gibt es ganz viele verschiedene coole Chips.
die man gut kombinieren kann, für die es auch sehr viele Dokumentationen gibt. Und ich brauche nirgendwo die Daten hin und her schicken, weil die kriegen das alle sehr gut hin. Die sind sehr günstig und sehr gut zu verbauen. Also ich habe verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, ich habe verschiedene Sensoren und Interfaces. Und für den I.O. habe ich noch mehr Möglichkeiten. Ja, und als Plattform sozusagen, als Rechenknecht, ne, da habe ich die Arduino-Riege mit Atmega und Co., habe den ESP32 und seine ganzen Freunde und die ganzen Pis und Arduid und Tinker und was es da noch alles gibt, die alle kann ich verwenden und in größten Teilen austauschen. So ein paar Stolperfallen gibt es natürlich noch. Die habe ich hier hinten aufgelistet, da springe ich jetzt mal kurz drüber. Und es gibt manchmal viele Fehler. Ne? Zum Beispiel Wackler am Brettboard, wenn es große Stromschwanken gibt oder. Da können wir dann gerne im Detail nochmal drauf eingehen. Das würde jetzt aber anscheinend die Zeit sprengen. Genau. Deswegen, wäre mein Vorsam-Up sozusagen, rechnet immer mit mehreren Fehlern und startet kabelgebunden, überdimensioniert mit mehreren Optionen und versucht die Standard-Pins zu verwenden bei den Arduinos. Das hat mir schon manche Stunde gekostet, da eine individuelle Lösung gebaut zu haben, nur damit der Leitungspfad ein bisschen kürzer wird. Genau, dann kürze ich mal hier ab und ja, freue mich, dass ich eingeladen wurde. Danke den Angels sozusagen. Und wenn wir noch Fragen haben, dann würde ich die gerne beantworten. Alles klar. Vielen Dank für den Vortrag erstmal. Und es haben sich tatsächlich ein paar Fragen eingefunden. Und zum Beispiel danach, wo man denn deine Slides finden kann. Okay, gute Frage. Da frage ich mal die Regie, wo wir die denn einpacken können. Also ich stelle sie gerne irgendwo hoch, ansonsten lade ich sie in GitHub hoch unter meinem Pseudonym. Da könnt ihr die dann noch sehen. Wir kriegen das hin, die bereitzustellen. Okay. Wenn du uns die bereitstellst, genau. Ja, das mache ich. Klar. Genau. Als nächstes haben wir hier eine etwas kritische Frage, wie das denn mit den Java Smart Cards aussieht, ob es denn dafür noch Updates gibt. Ja, die Frage ist, was du dort updaten willst. Ne? Von der Sache her kann jeder, der so eine Smart Card hat, die auch anpassen. Die Logik ist dort relativ trivial sozusagen und offline. Und es ist eher mehr wie so ein Hardware-Token halt, ne, zu betrachten. Aber ja, das wäre noch zu klein. Ich gebe das gerne auch weiter an Stefan Radke, der dann das Projekt betreut. Alles klar, gut. Dann als nächstes gibt es erstmal noch eine Anmerkung, nämlich, dass die Abschaltung von Cloud-Services manchmal auch Hardware an sich direkt obsolet macht, nämlich zum Beispiel beim Receiver-Internet-Radio-Service. Ist mir jetzt nicht bewusst, aber vielleicht hilft es Leuten weiter. Genau, und dann gibt es hier noch eine Frage, aber die bezieht sich eher darauf, also keine Ahnung, da ist wahrscheinlich eher die Frage, was man unter dem Begriff Tools versteht, weil da fragt jemand, wo es denn jetzt Offline-Werkzeuge gibt. Aber ja, ich sehe mal, ich habe das so verstanden, dass du diese Anwendung, die du gebaut hast, als Tools selber verstanden hast, aber wenn du noch was ergänzen willst, kannst du das auch noch gerne machen. Genau, also ich hatte Tools ganz am Anfang erwähnt, für meine Tools, so in dem Sinne, genau, das ist im Prinzip meine Kombination, meine Projekte aus all diesen Funktionen, die es hier gibt, und letztlich sind die Tools, die dem zugrunde liegen, halt Arduino und Co., Arduino, Raspberry Pi und ähnliches und diese diversen Sensoren, die es alle schon gibt. Ja, genau. Das waren dann auch die Fragen, die hier das Fragenpad erreicht haben. Und damit würde ich dir dann nochmal für deinen Vortrag danken. Gerne. Und dann haben wir jetzt hier auf dem Kanal eine Dreiviertelstunde Pause und dann geht es weiter mit dem Vortrag Information, What Are You Looking At? A Documentary on Privacy.
Und genau, da sehen wir uns dann 13 Uhr hier wieder. Viel Spaß bis dahin. Tschüss.